Hier würde ich jetzt noch einmal gucken. Aha, Munitionskiste. Okay. Special Ammo haben wir. Wofür auch immer die sein wird. Wir werden es wahrscheinlich rausfinden, wie special die ist. Aber jetzt gehe ich erstmal drüben gucken. Gott sei Dank sind wir vom Zug runter, ne? Die haben also... Haben die hier noch irgendwas kaputt geballert? Oh, der Ofen hat abgekriegt. Unheimlich. Wir müssen den Ofen auf jeden Fall reparieren. Das machen wir aber alles hier nachher, wenn wir soweit... Oh ja, gib mal her. Wenn wir hier soweit durch sind, dann können wir das hier alles am Bahnhof reparieren. So, hier waren wir, glaube ich, auch schon. Hier war, glaube ich, nichts, ne? Sieht jetzt nicht so danach aus. So. Genau, hier das Gebäude würde ich jetzt noch mitnehmen. Und dann sollten wir uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass hier noch welche sind. Explosionsgefährlich. Wir sollten da vielleicht nicht drauf schießen. Ich kann mich entsinnen, wie ich dahin gezielt habe, wie wir eingefahren sind in den Bahnhof, habe ich auf jeden Fall irgendeinen Typen anvisiert. Was ist denn hier los? Hat hier einer seine Memoiren verfasst und hat so... Ach nee, das ist ein D, komm. Was ist das für ein Cube? Hm. Das könnte später vielleicht nochmal wichtig werden, bin mir nicht sicher. Der Stuhl muss dran stehen am Bürotisch. Es ist immer so. Ich will gar nicht wissen, weil ich will das gar nicht wissen. Da sind mit Sicherheit noch Gegner. Da würde ich verwetten. Okay, alles voll. Da hinten einer? Ich sehe das gar nicht. Alter, willst du mich verarschen? Steht da hinter der Kiste, der Schlingel. Du kleiner Schlingel. Okay, die Musik ist weg. Ich glaube, wir haben es alles. Also, wir haben alles. Alle an Gegner. Hat er sich, der Alter, wie so eine kleine Kreckhure. Wie so eine kleine Kreckhure, Alter, verkriecht er sich einfach hinter einer Kiste. Und steht da um die Ecke und erschreckt mich. Ich glaube, ich habe wohl ins Gehirn geschissen. Aber wenn der Bahnhof hier schon so lang ist, ne? Oh Gott, wie groß wird der Zug dann sein? Kann man das allein überhaupt managen? So groß? Ist jetzt so gerade mal meine explizite Frage. Ich glaube, wir haben zu wenig Kisten für hier, oder? Ich glaube, wir werden zu wenig... Was ist das denn? Ah ja, wir haben ja mal ein Teil gebaut. Stimmt ja, für eine Waffe, ne? Warte mal. Change. Wie hier? Haben wir nicht irgendwie Earframe? Wird's dann besser? Minus Stabilität, minus Feuerrate, aber plus ein Damage. Ja, das ist ja nicht so toll. Nee. Okay, also kann man das hier... Ah, man kann es auch reparieren. Oder man sollte es auch reparieren. Ach, krass. Gut. Das ist ja nice. Ich weiß auch gar nicht, wo ich die anderen Sachen überhaupt hinlegen soll. Weil wir halt so viele neue Sachen jetzt bekommen haben. Das packe ich mal hier rein. Die Platten. Leder war hier. Wir brauchen unbedingt noch Kisten. Das... Okay, pass auf. Warte mal. Wir brauchen unbedingt noch Kisten. Was kostet uns denn nochmal dieses Regal? Lass mal gucken. Nein, Exit. Bitte gern einmal das Buch, bitte. Oh. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Da, das Regal. Einmal Schrauben, einmal Barren. Mhm. Wir hatten noch irgendwo einen Barren, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Nein, ich wollte mich doch nicht heilen. Der hat sich jetzt geheilt, ne? Ah.
Haben wir nicht noch irgendwo einen Barren übrig gehabt? Bin manchmal so verpeilt. Da ist er. Wollen wir nochmal Schrauben herstellen? Also schon mal einmal. Können wir noch einen Barren herstellen? Nein, wir brauchen Scrap Metal. Ah. So, die Kohle geht so langsam zur Neige, ist aber nicht schlimm. Hier haben wir noch ein bisschen Kohle, ne? Da hinten war ja noch ein bisschen was. Wenn ich es jetzt finde. Da. So. Ja, ich weiß, es ist zu Ende gegangen, die Kohle. Die andere würde ich vielleicht hier in den Ofen packen zum Essen. Change. Kohle. Ja. So. Schrauben haben wir. Kiste bauen. Nee, Regal bauen. Würde ich das hier hin machen? Ich würde das, glaube ich, hier hin platzieren. Oder platziere ich das da hin? Warte mal, können wir machen das mal hier hin? Dann können wir hier immer so Stück für Stück, können wir das quasi so weiter anpassen. Oder beziehungsweise die Kisten so vom Boden wegnehmen und dann ins Regal stellen. So, können wir noch einen herstellen? Ja, ich würde aber erst... was haben wir denn hier? Das Holz mitnehmen. Dann einmal auf dem Hammer wechseln. Überher der Hammer. Überher der Hammer. Der Hammer in the morning. Überher der Hammer. Der Hammer in the evening. Ich sehe das gar nicht. Ist das vorne? Ist das hinten? Ich glaube ja. Ich hoffe. Das dürfte vorne sein. Jo. Okay. Exit. Dann hätte ich gerne einmal das Buch und würde gerne noch einmal hier das hier dran stellen, wenn das irgendwie geht. So. Gut. So, da haben wir jetzt drin nichts. Würde ich Holz reinpacken? Da ist auch noch Holz drin, das ist super. Die beiden Kisten eigentlich... Nein. Können wir die beiden Kisten eigentlich umbauen? Hammer. Überall der Hammer. Der Hammer in the morning. Der Hammer in the evening. La 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 la. So. Ja, das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, ich wollte aber trotzdem noch... eigentlich noch ein Regal bräuchten wir, ne? Mit einer neuen Kiste. Weil wir so viel Krempel haben, aber wir haben, glaube ich, auch noch genau hier eine Kiste, die leer ist. Aber wir brauchen noch Schrauben. Was war das jetzt nochmal? Wir haben ja noch nicht alles erkundet, nur wir sind schon wieder am Bauen. Ah ja, ein Barren und ein Holz. Ein Barren, ein Holz. Haben wir... Ja, ein Barren, ein Holz. Und ein Holz. Oh, er hat wieder gesammelt. Ja, nice. Dann würde ich hier neben nochmal ein... was war das denn? Achso, die Winch. Lalalala, damit das hier mal ein bisschen Ordnung kriegt. So, jetzt brauchen wir wieder den Hammer, oder? Nee, Quatsch. Das Buch. So, hier oben, genau. Dann würde ich das hier so... Ja, so. So, Kiste braucht zwei Holz, zwei Barren. Krass. Aber wir haben ja hier noch leere, ne? Ja. Die würde ich gerne umplatzieren, wenn es geht. Das ist halt supi, dass er auch die Sachen mitnimmt, die drinstehen, ne? Wo ist denn jetzt hier vorne? Vorne ist da, wo das Dingen ist, ne? Ja. Das klingt auch falsch. Vorne ist da, wo das Dingen ist. Ist das vorne? Ja, das ist vorne. Dann nehmen wir den noch mit. Ach, können wir nicht. Wir haben keinen Wood mehr. No Wood. No Wood. Pass auf, ich packe jetzt hier mal diese Tafeln rein. Und von mir aus auch gerne den Barren.
So, dann haben wir hier Holz, da Holz, da Holz und da Holz. Und hier sammeln wir immer noch ein bisschen Scrap Metal. Wir müssen das auf der anderen Seite halt, wie gesagt, noch ein bisschen anpassen mit Scrap Metal. Das heißt also, wir müssen ja hier noch zusehen, dass wir hier auch das so regalmäßig machen, ja. Ich will jetzt nicht alles schon wieder verbraten, was wir haben. Aber das passt ja ganz gut. So, hier haben wir noch diesen Krempel noch drin. Ich wünsche, wir kriegen größere Truhen. Ich denke mal, das wird noch kommen, ne? Größere Truhen. Gehe ich mal ganz stark von aus. So, warte mal, ich nehme noch Munition mit. Wir haben mal ein bisschen was verschossen vorhin. So, genau. So, ich hoffe, ich glaube, wir brauchen es nicht mehr. Denke ich mal. Dann können wir uns jetzt in Ruhe umgucken. Und alles das mitnehmen, was wir haben wollen. Ist ganz gut gelaufen, nachdem wir das Gewehr bekommen haben, ne? Weil nur mit der Pistole wäre es, glaube ich, schwer geworden. Weil die Pistole doch tatsächlich gegen die etwas stärkeren Gegner nicht so viel ausmacht. Also die macht überhaupt gar keinen Schaden gegen solche Gegner. Hä, schon wieder ein Fußballplatz. Wo gehe ich denn? Ich gehe jetzt erstmal hier gucken. Ich habe immer echt Angst, was zu verpassen hier, weil das so riesig alles ist. If I had a hammer, the hammer in the morning. If I had a hammer, the hammer in the evening. Mobbing-Spiel. Warum mache ich das eigentlich? Weil ich immer noch so das Gefühl habe, dass da vielleicht doch irgendwann mal was drin sein kann. Und ich dann so denke, so scheiße. Aber ich werde es nie erfahren. Ja. Okay. Ich lasse es. Hey, Fußball. Juhu. Hey. Hey, Tor. Yeah. Wuhu. Ich freue mich. Ich bin so alleine. Gut. Munitionskiste. Das sah von Weitem doch größer aus hier alles. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Dann haben wir hier noch ein bisschen Holz. Und dann war es das hier auf der Seite, glaube ich, auch schon gewesen. Ich hier nochmal. Alli hopp. Beachtung, Sicherheitsraum. Ja, ich beachte auch gleich. Schade, ich dachte, man findet hier vielleicht auch mal was zu lesen oder so. Was die hier so treiben. Weißt du, so ein paar Notizzettel wären ganz witzig. Wo man wirklich so findet, so was sie hier so gemacht haben. Warum dieser Fußballplatz zum Beispiel hier ist. Ging es da hinten nicht auch noch nach links rüber? Oder waren wir da schon? Doch hier, ne? Ja. Aber ich meine, da drüben waren wir ja schon. Ja, da waren wir schon gewesen. Waren wir oben schon im Gebäude? Hier war der Stromkasten. Ich glaube, wir haben schon alles. Das sah doch größer aus, als es ist. Da ist noch ein... Kommen wir da irgendwie rein? Ich glaube, das ist nur ein Zug. Soll ich mich trauen? Soll ich das wagen? Nein, das ist eine Alpha-Wand. Okay, ich verstehe. Da ist eine Alpha-Wand, da können wir also nicht auf die Rohre rumspazieren, rumstelzern. Okay, das Gebäude bleibt, glaube ich, für uns tabu. Das sieht doch größer aus, als es eigentlich ist. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und warum ist hier so ein Monolith? Monolith. Monolith. So, ich darf den kleinen Scheißer nicht vergessen, ne? Ja, ich weiß. Wie nennen wir ihn denn mal? Wir müssen für den ja auch noch ein Plätzchen organisieren, ne? Voll gut. Ja! Hey, Fridolin! Du kriegst einen Besuch! Place mit F. Rotate. Warte mal, wie baue ich das nochmal? Ich muss mal eben kurz gucken, wie ich das baue.
Weil ich will für den auch schon gerne ein Plätzchen bauen. Hier. Zwei Barren, zwei Schrauben. Zwei Kupferdrähte. Zwei Barren, zwei Schrauben. Zweimal Kupferdrähte, also brauchen wir ja Kupferbarren. Ja, mein Kleiner. Fridolin, du kriegst einen Kumpel. Was hältst du davon? Hm, na du? So, warte mal. Haben wir schon zwei da liegen? Jetzt aber zwei. Also, zweimal Schrauben. Dann brauchen wir noch, zwei Kupferbarren brauchen wir gleich, ne? Oh. Oh, ist alles schon. Damit ist die Kohle auch schon weg. Habe ich die Kohle jetzt im Inventar? Nein, wo ist die Kohle hin? Oh, die Kohle ist despawned, oder was? Oh nein, ist das ein Bug? Uff, schwierig. Schwierig. Die Kohle ist also instant weg. Oh, das ist blöd. Das ist richtig kacke. Das ist natürlich richtig AA, ne? So, Schrauben. Und jetzt brauchen wir noch, warte. Wir brauchen noch zweimal, wir brauchen zwei Kupferbarren, okay. Dazu brauchen wir noch. Okay, wir brauchen noch. Brauchen wir zwei grüne? Zweimal Chemikalie? Immer vorsichtshalber die fünf mit. Ah, das ist ja ärgerlich mit der Kohle. Einmal brauchen wir. Das ist ja mega ärgerlich. Okay, das ist anscheinend noch ein Bug oder so. Das muss auf jeden Fall gefixt werden, dass man die Kohle da noch rausnehmen kann. Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Falls ihr es wisst oder so, sagt mir ruhig Bescheid. Das ist natürlich ein bisschen... Das ist natürlich echt ein bisschen ärgerlich. Ah, Mist. So, mein Kleiner, du kriegst jetzt auch ein Plätzchen. Wie nennen wir ihn denn? Er heißt Fridolin? Hm. Nee, wir müssen erst bauen, ne? Genau. So, hier. So, warte. Geht nicht. Oh nein, geht nicht daneben wegen dem Hebel bestimmt, ne? Oh nein. Oder? Hä, wieso können wir es nicht bauen? Hä, hier geht's nicht hin, oder? Wieso können wir es hier nicht bauen? Ach, weil wir hier schon einen haben auf der Fläche wahrscheinlich, ne? Okay. Fridolin, es geht nicht. Er muss hier sitzen irgendwo. Ja, hier hinten ist auch blöd. Aber wir müssen ja hier noch die Dings bauen, die Kisten und so. Dass es da nicht geht, das ist ja echt blöd. Hm. Ach komm, wir machen einen einfach hier hinten in der Ecke. So. So. So, mein Kleiner. Komm mal mit. Ich habe ein Plätzchen für dich. Please. Ja! Rename. Wie nennen wir ihn denn mal? Ach, der ist ja so süß. So, wie nennen wir ihn denn mal? Wie könnte man ihn denn mal nennen? Ferdinand? Oh, wir nennen ihn einfach Gizmo. Wir nennen ihn einfach Gizmo. So, apply. Ja, Gizmo. So, Gizmo. Na? Der sammelt also auch. Das ist ja cool. So, jetzt habe ich sonst zwei von denen. Aber der ist kleiner da hinten. Kann das sein? Ich glaube ja. Fridolin, nein, ist ein Kumpel. So, hatten wir jetzt alles hier gesammelt? Ich glaube ja, ne? Wir hatten, glaube ich, alles... Alles gesammelt, alles gelootet.
So, das Holz packe ich da rein. Wir haben noch Leder. Leder, Leder, Leder hat er. Hat er Leder, hat er. Hat er Leder, hat er. So, Essen. Essen, Trinken. Oh, wir haben nur noch Hälfte Essen, Hälfte Trinken. Wir sollten auf jeden Fall was zu essen machen. So viel steht schon mal fest. Dazu brauchen wir auch wieder Fuel. Ach, oh, es ist eine Last. Und Trinken. Das, ja. Ja gut, aber man muss auch dazu sagen, das Essen und Trinken, das hat jetzt aber auch lange gehalten, ne? So. Pack mal ruhig alles da rein. Dann machen wir jetzt erstmal das Schnitzelchen. Die drei Stück. Und ja, umbauen. Puh, was sollen wir umbauen? Wir haben halt nicht viel an Ressourcen. Wir müssen erst wieder Ressourcen sammeln. Hier researchen können wir theoretischerweise. Können wir irgendwas researchen? Da brauchen wir, glaube ich, auch Zink zum Sammeln, ne? Und da brauchen wir auch irgendwas. Ja gut, die schmelze 2. Aber... das haben wir alles completed. Okay. So. 3 Steaks haben wir. Dann würde ich einmal... Wasser. 5-mal. 5-mal Water. Water Hazard. So, dann stellt der Water her. Packen wir mal da drin. Da, Schnitzel. Können wir mal usen, usen, usen? Ah, wir sind so einigermaßen gesättigt. Trinken sollen wir auch mal. So, getrunken haben wir. Wie lange läuft denn das noch? Okay, wir müssen, glaube ich, nachfüllen. Das wird nicht reichen, Fuel. Hält auf jeden Fall schon mal ein bisschen länger, das mit dem Holz. Muss man einfach sagen. So, trinken, trinken. So, essen. Noch ein bisschen Essen herstellen. So, 3-mal. Also wie gesagt, das Holz hält natürlich jetzt länger, aber die Kohle war schon Premium. Die Kohle war schon richtig Premium. So, ich würde sagen... Er hat noch nicht gesammelt, ne? Nö, Gizmo hat noch nicht gesammelt. Er guckt irgendwie doof in der Gegend rum. Na, mein Kleiner. Guck mich doch mal an. Hallo. Du sollst mich doch mal angucken. Tja. Ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir, wie es weitergeht. Ich freue mich schon auf euch, denn dort reisen wir dann wahrscheinlich weiter mit dem Zug. Und ja, schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Void Train. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Tschüss.